So, Flughafen angekommen. Wir schaffen es doch. Sehr gut. Also noch will ich nichts sagen, aber... Wir haben aber verschiedene Sitze. Mies uncool. Wir fliegen 3 Stunden nach Texas und dann 3 Stunden nach L.A. Umstoppzeit, wie viel haben wir? Stunde 20. Wir haben uns jetzt noch ein paar Sachen gekauft. Äpfel, Wasser. So gesund. Und so ein Joghurt. Er wollte eigentlich Burger essen um 8 Uhr morgens. Ja, hä? Ist jetzt einfach komplett vorne und Sydney irgendwo hinten. Keine Ahnung, was er da wieder gebucht hat. 3 Stunden fliegen wir nach Texas, Austin. Und dann geht's weiter nach L.A. Also letztes Mal war es bodenlos. Ich hoffe, diesmal ist es besser. Was ist denn das für ein Joghurt? Man sieht, ist zwar weniger, aber da kann man nichts falsch machen. Ei kann man nichts falsch machen, das ist eigentlich auch nicht. Da weiß ich nicht. Und da weiß ich auch nicht. Angekommen in Texas. Jetzt müssen wir eine Stunde hier chillen. Da ist ein Bagelladen. Was ist Bagel? Donut mit Brot drauf. Jo. Donuts mit Brot drauf. Wie cool, Junge. Das ist ein Bagel. Ein Bagel. Ein Donut als Brot. Schmeckt gut. Aber eine Sache werde ich vermissen. Und das ist Ikenna seine Bewertungen. Wer bewertet Guck jetzt mal, das Essen? Wenn du hier guckst. Hier aufmachen. Käse ist schon hart. Das werde ich wirklich vermissen an dem Mann. Aber die Dinge sind echt gut. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du es schaffst. Also jetzt. Also bis wir zurück sind. Wenn wir landen, musst du das Ding fertig haben. Wenn du es geschafft hast, gebe ich dir 100 Euro. Ich hab's noch nie in meinem Leben fertig. Junge, du hast letztens 3 Seiten schon. Ja, das war Lacken. Ja, dann mach Lacken ein bisschen mehr rum. Also beim letzten Mal sah es echt gut aus. Der kann das wirklich schaffen. Viel Spaß. Guck Tutorial. Kann man eigentlich so auf Kacken gehen wie du? Ich lieb Kacken. Junge, ich war vorhin da vorne. Die waren schon, sind alle durchgelaufen. Ich hatte mies Paranoia, dass du nicht zurückkommst. Zum Scheißen. Ich bin Schnellkacker. Und wieder ein Gatewechsel. Ja, nice. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinlaufen. Junge, was ist das überhaupt? Die haben kein Flugzeug. Ich check auch gar nichts mehr. Irgendwas mit Gate 28. Ja, die gehen da auch alle hin, hä? Junge, wenn wir am Ende choken und irgendwo landen, ich reiche hier so eine Beschwerde ein. Alarm. Alarm. Ich habe noch nie so einen Scuff-Flughafen gesehen. Ah, doch. Da, wo wir waren. Welcher? Ich weiß nicht. Dieser gelbe. No, der gelbe. Da, wo alles gelb war, hä? Junge, Miami, da, wo wir unsere Miami. Sachen abpacken mussten. Miami? New York. Ja. Nach Miami. Okay. Oh mein Gott. Hilfe. Und wir müssen doch nicht zu einem anderen Gate. Du kannst irgendwie rebooken oder auf einen Verspäteten warten. Aber bei dem Verspäteten ist es auch nicht safe, ob der fliegt. Also komplett bodenlos, was hier gerade abgeht. Umweltschädigen, aber eigentlich müsste ich ein ganzes Steak mitnehmen. Auch Deutschland. Natürlich, umwelttechnisch nicht gut. Kann man sagen, was man will. Aber wenn du dir jetzt bei Mc's oder so ein Getränk holst, du trinkst 2 Mal und das ganze Getränk schmeckt nach Scheiße, weil das einfach Papier danach schmeckt. Ich hoffe, irgendwann mal gibt es einen guten Ersatz. Dieses Papier ist echt bodenlos. Ich bin gespannt, wie der Burger da schmeckt. Flat Ride. Ja. Flat Ride, jo. Flat Ride. Ja, was denn? Ah, Fly... So was Bodenloses habe ich lange wieder nicht gesehen. Einfach ein halber Burger. Einmal nur die Hälfte ist ein Patty. Aber weißt du, was das Krasse ist? Ich frag mich, hast du da nichts drauf? Dann warte mal. Du hast da Checkpoint. Nee, ich hab die größten Gurken der Welt drauf, Junge. Die dicksten. Junge, ich hasse Gurken. Und ein halber Burger, ja, nice. Wir warten einfach immer noch. Das kann nicht sein. Wir wissen noch gar nicht, wie lange das ist. Sie denken jetzt 10 Sekunden später. Warten wir jetzt schon 3 Stunden? Ja. Passt. 3 Stündchen. Und wir haben noch keinen Ausblick, ist das Ding. Wir wissen noch nicht, wie lange es noch dauern wird. Ja, das ist das Problematischste. Wenn wir sagen würden, in einer Stunde, okay, dann hätte man so ein bisschen, weißt du? Aber nächster Flieger geht es dann halt um 9 Uhr. Powerbanks werden auch schon langsam alle. Meine ist leer. Wird ein ganz problematisches Ding hier, sag ich dir alles. Mann, ey, wir wollen doch nur nach L.A. Wir haben einen Flieger. Ja, aber wir wissen noch nicht wann, oder? Hat er es gesagt? Nee. Der fliegt noch hierher, hast du gehört? Schon. Dem haben wir gerade alle gejubelt hier zusammen. Wir sind eine Familie, wir haben alles gleich Problem. Weil wir beliebt haben in den Flug hier und nicht umgebucht haben. Stimmt. Eigentlich nur wegen unseren Dings, wegen unseren Koffer. Ich vergesse den die ganze Zeit, ne? Ohne Sinn. Ich hoffe, der wird automatisch rübergebracht, weil sonst habe ich eine richtige Krawatte. Wir haben einmal einen Typen kennengelernt da hinten. Den nennen wir die ganze Zeit Papi Chulo. So ein King, der Typ. Das ist der Einzige, wo wir wissen das. Oder? Ja. Wenn ihr das sieht, dann kriege ich einen Stich mit einer Machete. Papi Chulo, so ein King. Eine Rakete in meinen Bauch.
Mann, ey. Hat der Mann gerade nicht rausgehauen, ehrlich. Hast du nicht gerade rausgehauen? Hä? Aber soll man das wissen? Hast du gerade gesagt, ich glaube, die Ballers gibt's doch, gibt's doch nur in GTA. Gibt's nicht in echt. Er war bis jetzt der festen Überzeugung, dass die Ballers gibt. Normal. Bist du dumm? Ich dachte, von den GTA-Gangs, sagen wir mal RP, Crips, Bloods und Ballers gibt's, dachte ich. Ja. Bei Ballers gibt's auch bei Dings, San Andreas, oder? Bei GTA. Ja. Oder? Ja. CJ ist doch ein Baller. Ja, hast du keine Ballers gesehen in New York? Nee, zum Glück nicht. Ich wollte gerade gucken, ob in L.A. welche sind. Das sind doch Ballers, Susse. Das sind die Ballers? Ja. Was die abstechen. Ballers Gang. Junge, der Mann hat so Paranoia vor Ballers. Irgendwie, wir gehen nach Platz. L.A. Hier, Groove Street. Da sind die Ballers, da dürfen wir nicht hin. Bro, das ist GTA. Ich weiß, aber in echt gibt's bestimmt auch. Ja. Lass mal zu Grove übernehmen, sagen, ich bin der neue OG. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im Flieger. Wegen Zeitumstellung müssten wir eigentlich ungefähr zur selben Zeit in LA sein. Wir sind gerade gelandet und der Junge, der Mann versucht auf Krampf noch am Ende. Immer wieder. Das Ding hinzukriegen. Immer wieder aufs Neue. Sorry. Aber guck mal, ich bin weit. Das ist voll. Ich hatte schon zwischenzeitlich drei gleichzeitig richtig. Sag mal, wenn wir kurz jetzt ist aber einfach so. Angekommen in Dortmund. Anreise. Einreise in Dortmund. Einreise in Dortmund. Weit ist geschafft. Weit ist geschafft. Keines Interview. VDM wusste ich nur auf Kampf. Jetzt direkt Würfelpack. Jetzt direkt Würfelpack und danach Pier. Ah, wir sind jetzt in L.A. Ich hoffe, wir haben unseren Koffer. Ja, darauf müssen wir jetzt... Ich hoffe, das wird automatisch gewechselt. Wenn nicht, bodenlos. Der Mann gibt mir Tutorial, wie ich überlebe, wenn ich alleine fliege. Sorry, was ist so ein Rookie, wow. Ja, normal, hä? Ich bin noch nie allein geflogen. Wann war denn das erste Mal alleine fliegen? Alleine, was ist denn alleine? Ja, alleine. Ganz alleine. Ja? Ja, alleine erst mit 15. Nur. Alleine erst mit 15? Ja, also Fußball halt, wenn ich nach Frankfurt musste oder was weiß ich. Oh, Leute. Erst mit 15. Bruder, ich würde mit 15 so verloren gehen. Ich würde an dem Mülleimer hängen und hoffen, dass meine Mutter mich abholt. Mein Koffer ist nicht da. Und da kommt nichts mehr raus. Und hier ist auch nicht mein Koffer. Wo ist mein Koffer? Ich habe den Mann gefunden. Einfach hier gewesen. Naja, wir haben unsere Sachen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Pass und so habe ich. Ja. Mein Koffer, Mann. Ich dachte, das wäre so einfach nur auf Immortal. Das ist einfach so Reparatur. War das Reparatur? Ja! Achso, ich dachte, das wären das Auto. Nein, Junge, da sind zwei Autos vorbeigefahren mit so Reparaturdings. Hat der so eine Weste an wie Dave? Nee, aber die haben so Hütchen, so Hütchen drauf. So, wir warten auf den Uber, der gleich da ist. Ich werde hier noch richtigen Schock bekommen. Ich würde mich wie fühlen in Dortmund. Wir sind da und das Hotel ist cooler als jedes andere, was wir hatten. Normal. Obwohl, aber unten sah zum Beispiel New York auch geil aus. Unten sah krass aus, ja, aber ich glaube, die Zimmer sind geisteskrank. Hab ich ein Gefühl, Mann. Wir sind seit 6 Uhr wach, 19 Uhr bei uns. Es ist jetzt 22.20 Uhr in Miami. Seit 6 Uhr wach. Und in Deutschland ist es, keine Ahnung, Alter, 5, 6 Uhr. An alle Leute, die wieder zur Schule müssen, mein Beileid, ehrlich. Es gibt Roller-Award. Er freut sich einfach über scheiß E-Roller. So, das ist das Hotelzimmer. Und das Erste, was ich mache, das Scheißhaus austesten, Mann. Zeig her. Jo, was ist das für eine fette Schüssel? Wie ist fette Schüssel? Wie breit. Ja. Gut. Bewertung vom Scheißhaus kommt wie bei Ikenna. Aufbereitung, Service und Geschmack. Was? Klopapier ist da. Klopapier ist da, also ist das sauber. Ist schon mal Pluspunkt. Das Deckel war unten. Ist auch unten, ne? Unten. Ikenna fehlt für sowas. Ja, Ikenna fehlt mir auch. Ikenna, falls du das siehst, mach den scheiß YouTube-Kanal auf. Ein Kritikpunkt. Bodenloses. Wenn du reinkackst, dass es in den Arschloch platscht? Nee, dafür hat man den Trick, da hat man Trick 17 für um Klopapier rein. Aber da sind wir auch schon wieder bei Klopapier. Bodenloser Geruch, ja? Was ist denn? Toilettenpapier! Was denn, wenn es einlagig ist? Ja! Guck mal, Junge, du kannst da durchgucken! Aber daran erkennt man eigentlich ein gutes Hotel und Toilettenpapier. Ey, das ist ja bodenlos. Ja? Guck mal, bei mir. Ja. Deine Scheiße riecht. Deine Scheiße riecht nach Blümchen. Meine stinkt nicht, ich schwöre. Was für Rede?
Junge, du gehst auch alle, keine Ahnung was. Du gehst am Tag safe fünfmal kacken. Normal riech ich das nicht. Das ist gesund. Sydney, komplett in Sommerkleidung. Nee. Ja, stimmt. Aber es ist. Ich mit Jacke, langer Hose. 14. Oh. Jo. Oh. Ja, Sydney, hä? Hättest du auf mich gehört? Uncool. Mit Wind, Mint und so? Weiß ich nicht. Deine Entscheidung. Naja. Uncool. Und wir gehen jetzt was essen und er freut sich auf seine Scheißroller. Ich glaub das nicht, ne? Hey, nee, sie hat doch auch Small und so gesagt. Was laberst du? Junge, ich sag Pommes. Das heißt ja auch Fries. Auch dumm von mir, dass ich Pommes sage. Einfach Hummus. Ja, dann nehme ich so Finger und ess dann so. Das Brot, Idiot. War cool. Und Nachbar, Scheiße hier. Wie süß ist der bitte? Chillt die ganze Zeit einfach im Laden. Das ist er. Das, meine Lieben, ist der Fettburger. Der Laden hieß einfach Fettburger. Mhm. Und wie läuft's gerade im Krieg? Ich hab das Gefühl, ich bekämpfe den seit einer Stunde. Ich habe mich auf. Und dann guckt mich noch dieser Hotdog so offen da an. Ich fühle mich gerade wirklich so. Der ist echt lecker, ne? Ich fühle mich aber gerade, als würde ich so eine 10 von 10 bumsen. Und der Hotdog aber schon so auch eine 10 von 10 ist und die Beine schon so auf hat. Ich schaff's aber nicht. Es geht nicht. Ron, das kann nicht sein, dass du den Krieg verlierst. Ich sage euch ganz ehrlich, das war nicht der letzte. Ich werde noch mal einige haben, aber ich sage euch ganz ehrlich, der hier hat der echt krasse Maschinengewehre. Stay low, Fred. Oh, das war's von heute. Noch abschließende Worte, Sydney? War ein nicer Tag, war gar nicht anstrengend heute. Haben heute viel geschlafen. Ich freue mich so zu schlafen. Sind erst seit 5 Stunden auf dem Bein. Kappa. Gute Nacht.